Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die mit dem Extreme Zock Hallo. und dem Nexus. Hallihallo. Wie ihr ja schon wisst, bauen wir ja immer noch und buddeln und bauen und buddeln und bauen. Ich will einen Ganze Bagger. Zeit. Ja, ein Bagger wäre jetzt gut. Hätte was. Aber ich brauche. Ach ne, wir haben ja Metall dabei. Ich wollte gerade sagen, ich brauche gleich eine neue Schaufel, aber kann ich ja reparieren. Ja, in der Zwischenzeit haben wir ein bisschen Material vorbereitet, ein bisschen gebuddelt und wir hatten ein paar Zombies zu Besuch, aber das war jetzt nichts Spektakuläres. Alles kein Problem. Genau. Und wir haben jede Menge Gras weggeschlagen. Wenn wir hier mal im Hof gucken, ist sehr viel Gras weg. Also nicht so viel Spektakuläres ist passiert. Aber gemeinsam bauen und buddeln, das können wir. Oder auch hier mal von innen weiter, dass ich die Mauer auch so setzen kann. Das hilft euch ja auch ein bisschen. Ich Wo buddel buddelst auch du? gerade. Da, wo ich die Mauerframes dann setze. Okay, weil ich von da aus gleich. Achso, Ruby geht da schon rein, oder was? Was? Außen, damit Extrem die Mauer gleich setzen kann. Achso. Das Also ist innen. gut. Unten. Okay. Ja gut, ich kann jetzt auch gleich mal, weil, wenn ihr bei mir guckt, ich habe einen ganz langen Weg hier reingebuddelt, um gleich wieder das zu machen, was wir schon auf der anderen Seite gemacht haben. Damit das ein bisschen leichter ist für uns. Oh. Ja, guck mir das gleich mal an. Ich setze jetzt nur gerade bei den Rest, ist nicht mehr viel, was fehlt. Ich mache schon wieder viel zu hoch. 3 hoch reicht ja erstmal. Okay, das ist eben. Wunderbar. Nein, nicht da hinten hin. Jetzt auch mal eben kurz gucken, wie weit ich denn noch muss. Bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. Und guck mal, Richtig. ich bin schon hier. Wenn er Bist nach schon links hier? Hallo? guckt. Ja, warte. Hallo hier, ach da. Bis hier hinten habe ich schon durchgebuddelt und deswegen, ich Oh, brauche jetzt cool. gleich nur noch nach rechts und dann noch einmal nach links und dann nochmal nach links, dann bin ich sogar schon durch. Wunderbar. Weil dann können wir nämlich gleich von der anderen Seite und von dieser Seite hier einfach nur noch unten wegkloppen und dann fällt das ja alles wieder schön zusammen. Gibt den wieder Ja, schnell, ja. nur wir müssen dann so eine sowas wie eine Erdrampe machen, dass die Zombies auch in die Stacheln gehen. Das wird halt das Ja. Nervigste von allen. Gut, okay, aber Ja. ich sag mal erstmal, dass Kriegen die wir hin. Mauer überhaupt steht. Darum ging es ja eigentlich. Und dass wir auch ein bisschen Platz haben, dass sie nämlich nicht drüber laufen. Ja, wenn ich jetzt alles gesetzt habe, dann kann die Rube dir weiterhelfen und ich fange dann schon mal an, die ersten 3 Höhen aufzuwerten. Da komme ich nicht weiter ran. Verdammt. Ey! Hör auf, die Bob-Frames da, Mann. So einer, du. Ah, gib an mit deiner super Schaufel! Ist ja schon weg. Nee, Dumm kann ich hier das raus. ist im wahrsten Sinne des Wortes Skill. Yeah. Ja, das ist der 69er Mining Skill. Das hilft beim Schaufeln ungemein. Auf wie viel hast du denn? Nein! Oh, bin ich doof! Was? Oh, alles wieder gut. Ich wollte repairen, nicht scrap, nicht dussel. Das ist ja fast kaputt gegangen, meine Schaufel. Der 69er Mining Skill habe ich jetzt auf Stufe 4. Okay, ich habe nur auf 2. Ich habe noch gar keine Tür hier drin. So, jetzt habe ich ihn auf 5. Läuft. So, also maximale Stufe. Ich verliere keine Ausdauer mehr beim Schaufeln und alles ist mit einem Schaufelhieb weg. Und auch mit einem Pickaxe-Schlag bei einem Stein. Immer zu Nexus. Na, toll. Bin ins Loch gefallen. Yeah. Lauf ich Hast den hier Weg einfach lang. gefunden. Kuckuck. Ja. Hey you. Hallo.
Ein Clawhelm hatten wir noch nicht und den konnten wir noch nicht machen. Ich glaube, das habe ich schon mal in der letzten Aufnahmesession gefragt. Nee. Den kann keiner craften, ne? Nee. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Mann, ich will hier hochgucken, wie weit ich noch muss. So, ich entmülle mich mal und dann gucke ich mal, dass ich auch Stacheln schon mal mitnehme. Okay, wir können rüber, Ruby. Von hier aus. Also das jetzt noch gerade runter wegkloppen und dann müssen wir rüber. Aber du kannst gerne auch schon von hinten anfangen, dich ducken und hier vielleicht die Seite weghauen, wenn du meinst, möchtest. Wo du reingegangen bist da, oder was? Ja, zum Beispiel. Oder du kannst auch von hier aus anfangen und dann rüberlaufen. Das ist mir egal. Soll ich denn zurücklaufen? Wow. Ja, ne? Mach, wie du meinst. Weil wäre natürlich gut, wenn du das von hinten machen würdest, weil dann kriege ich nicht die ganze Erde ab. Mach ich. Ja. Wenn die runterfällt. Ein und Leben brauche ich ja noch. Ja, leider, aber jetzt bin ich noch nicht auf Leben gestoßen, obwohl ich die ganze Zeit am Buddeln bin. Aber das finden wir ja auch so immer. Ach komm, nee, das lasse ich mal drin. Ja, Woodframes haben wir noch mehr als genügend. Ja. Sehe ich gerade so in der Kiste. Die Stacheln, die waren hier. Da sind sie doch. Jetzt brauche ich Holz. Ach guck mal, jetzt geht bei mir auch alles mit. Ah, doch nicht ganz, mit einmal. So, das war. Im Endeffekt bräuchte ich nur noch mehr Holz. Ach Mist, jetzt habe ich Gras abgelegt. Wo ist es denn? Oh. Da. Na gut, ich gehe noch mal ein bisschen Holz besorgen. Dann kann ich schon mal, während ich die ganzen Dinger aufwerte, naja, die ganzen zumindest zwei hoch, den Holz besorgen. Dokel, dokel. 2000 circa. Das ist doch mal eine Summe. Weil dadurch, dass wir natürlich der Extrem schon das Stahlschmieden erlernt hat, geht das natürlich recht gut mit den Stahlsachen. Ja. Das macht schon einiges aus. Also Stahl ist wirklich unverzichtbar. Ja. Höre Erde fallen. Ja, wir sind ja auch fleißig am Schaufeln hier, ne, Ruby? Genau. Ah, noch ein bisschen mehr Holz. Ob der Mammutbaum reicht? Ich weiß es nicht. Ja, so haut's hin. Na gut, dann pflanze ich mal wieder neue Bäumchen. Und dann werde ich auf. Also, per Du-Liste Bäumchen gepflanzt, hat er schon mal fertig. Richtig. Eines von 5000. Ne? Ja, To-Do-Liste. 5000 Dinge stehen noch offen auf der Liste. Aber das hätten wir. Sorry, hier runter zu springen. Ach komm. X gebrochen. Gut. Der Extrem hat immer so ein Glück, ne? Ich brech mir jedes Mal was. Weißt du, ein Hügel, der 0,5 Meter hoch ist. Zack, ich springe runter. Bumm, Bein gebrochen. Ja, manchmal ist wirklich ein bisschen Glück dabei. Hier gerade ein Level nach dem anderen, okay, aber beim Aufwerten hier, da steigt man recht schnell Level. Macht das jetzt erstmal wirklich nur so, dass wir das 3 hoch machen, dass die Stacheln davor gesetzt werden können? Ihr werdet es nicht glauben, ich sehe Licht. Ich bin einmal ringsrum jetzt. Oh. Wahnsinn.
Dann helfe ich jetzt der Ruby in die andere Richtung. Ja, und wenn ich jetzt hier alles verbaut habe, helfe ich euch auch, beziehungsweise setze die Stacheln dann rum. Da muss ich ja so oder so auch mithelfen, wegbuddeln, weil sonst könnte ich darin ja nicht gesetzt werden. So, wie ihr seht, ne? So weit habe ich jetzt mit Wubi schon hier alles fertig gemacht. Die fleißigen Bienchen. Ja. Wunderbar. Ja, oh Gott. Eventuell schaffe ich es, die Vorderseite fertig zu bekommen von der Mauer. Mach höchstens eine Seite schon mal zu. Ja, also, na gut, aber wie schon bereits erwähnt, es ist langwierig, aber dafür haben wir was zu tun. Genau. Und wenn es dann endlich fertig ist, dann sind wir wirklich, glaube ich, sehr, sehr, sehr sicher. Glaube Ja. auch. Weil Das es sollte eben schon. wirklich ein Mammutprojekt zwar, aber so wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Ja, aber so ein Mammutprojekt machen wir natürlich auch nicht jede Staffel. Nee. Das ist natürlich jetzt mal was anderes. Was bei der nächsten Staffel passieren wird, ist dann schon wieder was anderes. Aber hier sieht es jetzt erstmal so aus. Mal was Großes ausgesucht. La 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 la. Ich glaube, wenn ich schlafen gehe, nachher sehe ich nur noch Erde. Und ich tue noch die Ranch mit Steine auffüllen. Und was siehst du so, Ruby? Ja, Erde, Gras. Was, du hast Gras? Nein! Du, so knapp. Da, wieder West weg. Und wieder eine Stufe gestiegen. Wahnsinn. Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Punkten. Jetzt will er uns schon ein bisschen ärgern, merkst du das, Ruby? Er ist doch so. Also Mining Dings ist jetzt so voll, also das jetzt hier, das andere, das steigt ja automatisch. Der Mining Skill an für sich. Muss ich nicht auf 100 so machen. Ja gut, da ich die Spitzhacken und so weiter hier die ganzen Stahlsachen gemacht habe und die auch gelernt habe, vielleicht sollte ich da Construction Tools Smiting auf Level 100 machen. Kann ich uns Das 600er Spitzhacken machen. wäre wirklich mal eine Oh ja. Maßnahme. Ja, ganz nett, ja. Glaube, das wäre auch sehr sinnvoll. Dann gucke ich mal, dass ich das als nächstes hochmache. Naja, auf 77 ist das schon mal jetzt. Das hört sich doch gut an. Ich Nicht versuche ja mehr auch lang, dann haben wir jetzt. auch das. Ja, ich versuche jetzt auch erstmal die Waffen-Level hochzumachen, dass ich uns vielleicht auch 600er Bögen dann, also eben Crossbows machen kann. Stimmt, da du es gerade erwähnst, ich kann mal hier meine alte mal droppen, meine alte Armbrust, dann nehme ich mir mal Kannst neue du gleich raus. die nicht scrappen? Nein, die könntest du höchstens verbrennen, aber da wir momentan noch nicht so später, Okay. ja, jetzt gerade haben wir eh ein Durcheinander da. Ja, klar. Ich dachte echt, die könnte man auch scrappen, weil da ja Metall dran ist und Leder. Ihre Erde fallen. Aua! Nein. Haha. Ich hab was auf die Birne gekriegt. Das ist Ruby doch egal. Ja, das ist dem Extrem vor allen Dingen erstmal egal. Hauptsache, sie hat erstmal was, worüber sie sich freuen kann. Ja. Ob jemand tot ist oder nicht, egal. Erstmal haha. Das war's auch gleich. Gleich habe ich keinen Cobblestone Rocks mehr. Parat. Bedeutet, ich bräuchte dann ganz viel Lehm und ganz viele Steine, um Oh, noch ich mehr hab zu hier Lehm. machen.
Oh, ich baue die ganze Zeit schon Lehm ab. Ich habe 1600 Lehm. Ja, ist Reicht doch. vielleicht für 50 Dinger. Für ein paar Frames reicht das ja. Okay, das war's. Ich bin empty. Na gut, dann hau ich jetzt da hinten mal den Felsen an unserer Mauer weg. Und dann setze ich die Stacheln. Dann kann ich nämlich mir das Leben vom Nexus nehmen. Und dann. Hör mal, jetzt mal ganz ehrlich, hör mal, das sieht doch genial aus jetzt hier. Ich habe hier die ganze Erde drunter weggekloppt und das Ding steht immer noch. So kann ich das nicht mit einem Schlag. Ah, die Spitzhacke ist nicht so gut. Okay. Hör mal, das hängt an den Dingern hier, an den Frames. Bei mir geht es trotzdem ab. Die Erde ist lose von allen Seiten. Ich frage mich, warum ich das nicht finde. Schreibe ich das Komisch. mit K? Wird. Ah, jetzt fehlt mir Holz, dein Ernst? Ja, so ein bisschen schon. Ja. Ruby, ärger den nicht so. Warum? Ah, er macht das auch mit uns, ne? Ja. Genau. Okay. Andauernd. Immer feste Ehrlich. drauf. Mein Charakter hüpft wieder wie wild hier rum. Hör auf! Nein. So, Mach jetzt weiter. reicht's mir. Jetzt. Wo ist Ruby? Habe ich ja getrackt. Gut. Ein Spaß. Ich setze mal die Stacheln. Mich gerade Ja. verstecken. Ich setze direkt drei rein, dann haben wir es schon mal direkt hinter uns. Oh ja, das ist cool. Dann müssen wir Extrem. das nachher nicht machen. Ah, doch, jetzt fällt es wieder runter. Okay. Ich wollte gerade sagen, es wäre vielleicht erstmal sinnvoller, wenn du die Frames bei hier bei mir wieder wegnimmst. Aber jetzt fällt es doch wieder automatisch. Ja, ich merk's. Hat gerade ein bisschen geleckt bei mir. Ja, tut mir leid. War keine Absicht. Nö, ist immer, wenn irgendwas zusammenstürzt, hinfällt, wie auch immer. Ja. Das ist jetzt drei? Ja, das sind drei. Ja, das sieht ja da dann richtig nice aus mit diesen Spikes hier. Natürlich reichen auch diese Spikes, die ich jetzt hier gecraftet habe, bei weitem nicht aus für alles. Das ist auch klar. Das ist alles nur hier provisorisch. Stück für Stück werten wir das auf. Um alles zu machen, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Ein wenig. Oh, eine 540er Pickaxe konnte Wow. ich machen. Das ist echt gut. Ah, noch ein paar Level, dann kann ich uns direkt die 600er machen. Das wäre am besten. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, erst noch jeden jetzt das so zu machen, was jetzt natürlich schon sehr gut wäre, aber ich denke mal, das lohnt sich dann wirklich ab 600 dann. Weil die paar Level jetzt kriege ich dann auch noch zusammen. Ja. Das Schöne ist, ich kann jetzt dadurch meinen Mining 69er habe ich jetzt hochgelevelt auf Stufe 3 und jetzt kann ich wirklich mit einem Mal schlagen, ist sofort die Erde hier weg. Oh, cool. Dadurch geht das natürlich extrem schnell. Ja. Ich komme jetzt extrem gut voran. So bin ich, ja. Das war irgendwie klar, das war irgendwie klar. Ich wollte es erst, Nicht ne? sagen, ich weiß. Aber Versuchung da du war es doch zu zweimal groß. hintereinander gesagt hast. Ja, Also es ist doch schon Erdgefühl, du musst du doch was sagen. Deswegen hat er sich auch extrem genannt. Weil man so Ich oft benutze extrem das. sagt. Ja, ich benutze das Wort extrem oft. Englisch und so. Dänglich. Englisch. Wieso fallt ihr jetzt nicht runter? Keine Lust. Alter, ich habe aber immer noch richtig Ah. viel. Stacheln, ich hätte jetzt gedacht, die würden jetzt mal langsam ausgehen, weil Dreierreihen und so, aber die scheinen wohl hartnäckig zu sein. Aber ich hole jetzt mal ein bisschen Stein, weil dann kann ich nämlich jetzt gleich mal zum Nexus gehen und mir das ganze Leben abholen. Ja, mittlerweile bin ich bei 2160. No. Was bei Da kommt dir? ja was zusammen. Ja, weil ich hier auch viel Lehm finde. Also ich finde jetzt gerade wieder Lehm hier nur noch. Was ja gut ist. Wie man jetzt bei mir sehen kann, ich kann mit einem Schlag hier so einen Stein weghauen. Das macht richtig was aus, vor allem in der Mine. Dann macht es auch Glaube endlich nur. wieder Spaß, sich eine eigene Mine zu bauen und nicht Ewigkeit auf so einen Stein rumzukloppen.
Und man kriegt auch ein bisschen Eisen raus jedes Mal. Oh. Ich höre Erde rieseln. Rieselt die Erde sanft zu Boden. Na, so sanft hat sich das jetzt aber nicht angehört. So, da hinten ist die Mubi. Hallo! Und so, ich hab's jetzt gleich. Und ich komme ihr auch schön entgegen. Das ist Subi. Dann haben wir sie bald. Ja, zumindest die Seite hier ist dann. Ach nee, die andere Seite hat er extrem gemacht, ne? Nein. Nur so, dass ich die Mauer setzen konnte, ja. Da habe ich weggebuddelt. Das ist eine faule Hucke, ey. Ja. Ach, das ist die Wubi. Oh Gott. Hattest du schon hier ist Angst, der Nexus. Anni zum Lehm. So, 1000. 2680. Ubi, hast du auch Lehm? Warte, lass mich mal kurz nachschauen. Nee, ich hab Lehm. Nur Dirt. Aua! Ich will Aua! Lehm! Gib mir deinen dicken Arsch aus meinem Gesicht! Kannst du keine alte Oma schlagen? Aber die alte Oma macht noch ganz schön hier Boden gut, ne? Ja, und die alte Oma kann sich jetzt erstmal zur Ruhe betten, und zwar für diese Folge. Achso, haben wir schon wieder Folgenende. Richtig, ja. Immer so schnell hier, du. Mann, Mann, Mann. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zusehen. Der Link zu den anderen beiden findet ihr unten in der Beschreibung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dann. Ciao. Ciao.